Hallo Germeringer, ich begrüße euch zum Interviewprojekt 101 Germeringer. Wir haben jetzt Januar 2011 und endlich geht's weiter. Heute treffen wir den Amateurfußballer Manfred Spachtholz. Wir befinden uns hier im Waldstadion des SC Unterpfaffenhofen, wo der SCU seine größten Erfolge hatte. Das Waldstadion wurde 1973 nach der Aufstiegsfeier hier eröffnet. Ich spiele nun 50 Jahre Fußball und seit 40 Jahren beim SC Unterpfaffenhofen. Aber fangen wir von vorne an. 1961 bin ich in der Oberpfalz geboren. Da bolzten wir nur so in der Glasmacherhütte umeinander. Und da hat mich mal einer angesprochen, ob ich nicht zum Verein kommen wollte. Dann bin ich in den Nachbarort zum VfB Rotenstadt dort mal ins Training gegangen. Anfangs hatte mir das nicht so Spaß gemacht, weil ich bolzte lieber mit meinen Späßeln umeinander. Aber dann hatten wir ein Erfolgserlebnis, denn wir hatten ein Pokalendspiel in Mantel auf Kreisebene und da waren viele Zuschauer aus dem Dorf und die hatten uns dann auf die Schultern geklopft, gut, habt ihr es gemacht und so, und das beflügelte dann wieder. Dort spielte ich bis 1965. Dann musste ich eine Lehrstelle suchen und fuhr nach München, wo ich dann eine Lehrstelle in Gauting fand. Ein Jahr habe ich dann ausgesetzt zum Fußballspielen. Um 1967 habe ich hier beim SC Unterpfaffenhofen zum Spielen angefangen in der Jugend. In der Jugendmannschaft war die Gruppe beieinander, die ich hier schon kannte. Auf der Duckewiesen haben wir schon immer rumgebolzt. Und wir konnten dann auch hier ein Erfolgserlebnis verbuchen. Wir konnten nämlich mit dem Pokalspiel gegen den FC Bayern ins Endspiel kommen und hier hatten wir ein super Erlebnis. Wir hatten das erste Spiel 2:2 gemacht und dann in der Verlängerung wurde es wegen Gewitter abgebrochen. Beim Wiederholungsspiel waren die Bayern natürlich aufmerksamer auf uns und wir verloren dann auch verdientermaßen 4:2. Aber es war immerhin ein Achtungserfolg für uns. Ich kam dann aus der Jugend mit meinem Spätzl Günter Rüdel und zur ersten Mannschaft, die eine souveräne erste Mannschaft war, und der Spielertrainer Peter Kittel, ein Unterpfaffenhofener Urgewächs, der Sportstudent war und jeden mitriss. Im ersten Jahr waren wir mehr auf der Ersatzbank. Im zweiten Jahr konnten wir uns dann einigermaßen durchsetzen und hatten auch schon die ersten Einsätze. In diesem Jahr, 70-71, wurde der SC Unterpfaffenhofen A-Klassenmeister. Die Feier anschließend war in der DSV-Turnhalle in Unterpfaffenhofen, wo auch Bürgermeister Bay uns die Ehre erwies. Der Erfolg ging dann weiter mit dieser Mannschaft. Im nächsten Jahr kam der Erfolgstrainer vom 1860, Rudi Zeiser, zu uns. Und dieser riss uns dann mit ein paar neuen Spielern in der Bezirksliga vorne mitzumischen. In dieser Saison hatten wir etliche Erfolge, auch auf Pokalebene, und wir konnten die Bezirksligameisterschaft erringen. Dann kam das Aufstiegsspiel. Das Aufstiegsspiel fand in Fürstenfeldbruck statt. 5000 Zuschauer waren auf dem Platz. Die Ludwigsfelder, gegen die es ging, waren favorisiert. Wir waren sehr konzentriert. Ich war auf der Ersatzbank mit meinen Jugendkollegen und noch zwei anderen und fieberte mit. Das Spiel nach 80 Minuten noch 2:2. Da kam eine Verletzung des Abwehrspielers Max Mack und ich musste ran. Anfangs war ich nervös, aber ich machte meine Sache gut. Nach 90 Minuten hieß es 2:2 und es gab Verlängerung. In der Verlängerung der überragende Helmut Backerlorz, unser Supertalent, der über Jahre so super Tore schoss, machte das 3:2 in der 116. Minute. Eine Euphorie brach aus und wir waren nicht mehr zu halten und schafften bis 120 Minuten durch. Nach den 120 Minuten plötzlich ein Gewitterregen und die Leute strömten auseinander, der Jubel ging unter, aber wir waren so in Freude, dass wir durch die Amper liefen ins Vereinsheim zur Lände. Im Vereinsheim zur Lände hatten wir erst begriffen, was geschehen war. Wir waren in der Vereinsgeschichte das erste Mal in der Landesliga Süd.
Das konnten wir lange nicht begreifen. Wir hatten dann hier im Stadion ein paar Freundschaftsspiele hochkarätiger Art gegen den FC Bayern, wo wir nur 3-6 verloren, und gegen den ersten FC Nürnberg. Und die neue Saison wurde schon geplant, ein paar neue Spieler kamen, wir hatten noch weitere Vorbereitungsspiele und im August ging es dann los mit der Landesliga-Saison. Die ersten 4 Spiele wurden gewonnen, wir waren mit 18-0 Punkten Tabellenführer. Es war unbegreiflich, doch dann kamen verletzungsbedingt die ersten Einbrüche. Wir konnten uns dann im ersten Jahr gut behaupten, ich war aber nur das erste Jahr in der Landesliga dabei, weil Ende 1974 kam ein Antrag von Arbeitskollegen, Aufenthalt in Südafrika. Da spielte ich auch wieder Fußball natürlich im deutschen Club. Und hier im deutschen Club, es war zwar nicht so eine besonders gute Mannschaft, aber in Johannesburg gab es natürlich auch Profimannschaften. Und im Pokal kamen wir zufälligerweise gegen Jewish Gould, ein jüdischer Club, der Geld hatte und einige Profis an Land zog, unter anderem auch George Best. Und wir hatten die Auslosung gegen Jewish Gould und spielten hier gegen Jewish Gould mit George Best. Ich traf ihn zur Halbzeit und war erstarrt, ihn zu sehen, denn es war ein Idol für mich. Hier hörte ich zum ersten Mal englische Vorträge über Fußball und bekam eine professionellere Einstellung zum Fußball. Die Trainingsbedingungen waren profihaft, möchte sagen, in meiner Laufbahn das härteste, was ich bisher erlebt habe. Wir hatten auch dann mal mit Rugby-Spielern trainiert, dann wusste ich erst, wie klein die Fußballer waren, denn die haben noch härter trainiert. Ich war nur eine Saison bei East London United, weil arbeitsmäßig das einfach Überlastung war, ständig die Fahrerei, und ich musste dann wieder aufhören. Ich spielte dann nur noch in der Firmenmannschaft bei Telefunken ein Jahr und nach 3 Jahren ging es wieder zurück nach Deutschland. In Deutschland angekommen musste ich feststellen, der SC unter Pfaffenhofen ist leider abgestiegen und ich bekam gerade noch mit, wie sie in der Bezirksliga ziemlich am Ende nur noch mit Reservespielen bestückt, das letzte Spiel auch noch verloren und auch noch aus der Bezirksliga abstiegen. Ich spielte dann natürlich weiter Fußball beim SCU, war wieder Mitglied, musste mich aber neu anmelden, weil die 3 Jahre in Südafrika war ich in Südafrika angemeldet. Die gingen dann von meiner Zeit weg und musste mich praktisch wieder ganz neu anmelden. Auch in Deutschland musste ich mich wieder anmelden, arbeitsmäßig. Ich war wie ein ausländischer Gast hier und musste mich erst wieder daran gewöhnen. Aber ich spielte mit kleineren Unterbrechungen. 1980 habe ich dann geheiratet, immer weiter. Meine Frau war ja auch sportbegeistert. Sie spielte beim SC Unterwarfen zum Beispiel Handball. Und da war das ganz naheliegend, dass ich mal kurz zur Turnhalle rüberging und sie mal kurz auf dem Fußballplatz. Wir waren also dann eigentlich immer beieinander. Auch beim Feiern danach in den kleinen Vereinsgaststätten hinten, die wir früher hatten, war es irgendwie kameradschaftlich gemütlich. Und wir sangen dann immer nach den Siegen unser SCU-Lied. Eines Tages rief mich dann einmal ein alter Fußballkollege an, der mit mir in der Landesliga gespielt hat, Norbert Helgert aus München. Und der wollte sich eigentlich mit uns mal wieder treffen. Dann hatten wir die Idee, das Spiel gegen Ludwigsfeld zu wiederholen, denn einige spielten ja noch aktiv Fußball. Mittlerweile waren einige aber schon 65 Jahre und dachten, ob das wohl klappt. Und wir haben es dann halt einfach probiert. Norbert aktivierte die Spieler vom DSV Ludwigsfeld und ich probierte die Spieler vom SC Unterpfaffenhofen zusammenzubringen. Und es klappte tatsächlich. Nach 30 Jahren haben wir das Aufstiegsspiel hier in diesem Stadion wiederholt. Und alle waren anwesend. Es war herzergreifend. Und alle, die auch nicht mehr so gut laufen konnten, machten mit und spielten das Spiel voll durch. Und wir gewannen wieder, wie damals schon, mit 2-1 Toren. Und es war bitter für die Ludwigsfelder, denn die hatten wieder einen Elfmeter verschossen, wie im ersten Spiel auch schon. Die konnten eigentlich gegen uns nicht gewinnen. Danach, im anschließenden Sommerfest, haben wir gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Es war wirklich eine wunderschöne Erinnerung.